Hallo Percy, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass du hier bist. Jetzt habe ich schon deinen Namen verraten. Könntest du dich kurz vorstellen? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, wer bin ich? Ich bin Percy Lovis Bulayomi, Pädagoge und in der Bildungspolitik aktiv seit einigen Jahren, also in unterschiedlichen Initiativen, aber vor allem auch bei der IDB, das ist die Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen. Weil du jetzt schon die IDB erwähnt hast, könntest du die IDB vielleicht auch kurz beschreiben? Uns gibt es seit Ende 2015, Anfang 2016 und wir bringen unter anderem einmal im Jahr einen Jahresbericht heraus, wo wir Diskriminierung im Bildungswesen, also in Schulen, Universitäten und auch sekundäre und tertiäre Bildungseinrichtungen sammeln und der Politik und der Presse präsentieren und betreiben natürlich auch Awareness-Arbeit. Wie äußert sich denn Diskriminierung im Bildungssystem? Diskriminierung äußert sich vielschichtig im Bildungssystem. Es kommt tatsächlich darauf an, aus welcher Perspektive betrachte ich es, welchen Kontext betrachte ich. Für mich jetzt, um es runterzubrechen, ist es am einfachsten, wenn ich sage, okay, es gibt eine individuelle Ebene, es gibt eine institutionelle Ebene und es gibt eine strukturelle Ebene. Könntest du beschreiben, wie sich das eben auf der strukturellen Ebene auswirkt? Wenn wir über diskriminierende Systeme sprechen, dann ignorieren wir oft, dass es totalitäre Systeme sind. Totalitäre Systeme, die sich einfach in so ziemlich allen Lebensbereichen, Erfahrungsbereichen unseres Lebens auswirken. So. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass das Bildungssystem, das Bildungswesen, die Schulen frei sind von dem, worin sie eingebettet sind. Wir gehen davon aus, dass der Lehrplan in Österreich nur aus dem besteht, was offiziell deklariert ist. Das stimmt so aber nicht. Wir haben tatsächlich stille Gesetze, die einfach, also um jetzt wieder es auf das System zu heben, so quasi das System verfolgt immer Ziel und Zweck. Und die Frage ist, wem dient das System? Wer waren die Gesetzgeberinnen? Das waren halt nicht Menschen, die so ausgesehen haben wie du und ich. Das waren weiße Menschen, die nach bestem Wissen und Gewissen, sage ich jetzt einmal, aber trotzdem für ein weißes Publikum gewisse Gesetze oder auch Bildungspläne erstellt haben. Das heißt, aus ihrer Identität heraus haben sie an die Menschen, an jene Realitäten gedacht, die sie sich vorstellen können. Und natürlich jene Realitäten ausgegliedert, die sich nicht haben vorstellen können. So, das heißt, das ist an und sich schon ein rassistischer Zugang eigentlich. Insofern war das rassistische Gedankengut schon da, bevor überhaupt einmal, sage ich jetzt einmal, das Schulsystem geplant wurde? Wie setzt sich Diskriminierung, vor allem eben wenn wir von Rassismus sprechen, an Universitäten fort? Was gibt es da für spezifische Eigenheiten? Die Frage ist für mich ein bisschen irreführend, weil eigentlich produzieren die Universitäten ja das, was in den Schulen dann passiert, mit. Sozusagen. Das heißt also, in Österreich müssten Lehrerinnen zumindest studiert haben, damit sie an Schulen unterrichten dürfen, so quasi. Das heißt, wenn wir von der strukturellen Diskriminierung ausgehen, so quasi, dann ist sehr wohl auch das universitäre System eingebettet einfach in ein rassistisches Bewusstsein. Meiner Meinung nach sind tatsächlich die Universitäten eigentlich, also wenn man über Diskriminierung spricht, schlimmer als die Schulen per se. Wenn wir davon ausgehen, dass das Bildungssystem, das Bildungswesen strukturell in die unterschiedlichen diskriminierenden Systeme eingebettet ist, dann kann man sehr wohl davon ausgehen, dass das die Schmieden, die Exekutive bzw. des Propagandasystems von diesen diskriminierenden Systemen darstellt. Was man den Universitäten schon auch anrechnet, ist, dass es zumindest gewisse Stellen mittlerweile gibt, an die man sich wenden kann. Das gibt so in den Schulen kaum bis gar nicht. In diesem System oder diesen Systemen, welche Gruppen sind denn da besonders gefährdet von Diskriminierung? Wenn wir jetzt auf unseren Jahresbericht schauen, also wir sammeln ja Fälle als IDB, dann könnte ich jetzt schnell sagen, ja, unsere Zahlen geben an, dass die häufigsten bei uns eingemeldeten Fälle sind jene von antischwarzem Rassismus und antimuslimischem Rassismus. Die Schattenzahlen sind viel höher. Allein, dass Menschen sich melden, heißt schon, dass du das Bewusstsein dafür hast, so hey, Moment einmal, da passt irgendwas nicht, da ist was falsch. Und dieses Bewusstsein wird einem, also dieses Bewusstsein zu haben, wird einem hier nicht beigebracht. Ich glaube, wir müssten uns eher angucken, was sind denn so die Normen in unserer Gesellschaft? Und wenn wir ein Bewusstsein für Normen haben und ein Bewusstsein dafür, für welche menschlichen Normen
geschichtlich tradierten Normen, so quasi idealisierten Normen, aufgrund von ethnozentrischen Perspektiven. Für welche menschlichen Normen ist dieses System, in dem wir leben, am durchlässigsten? Dann können wir davon ausgehen, für alle anderen, umso weiter du dich von dieser Norm wegbewegst, dass du keine Diskriminierungserfahrungen machst, geht sich nicht aus. Wir unterliegen halt in unserer Gesellschaft dem Trugschluss quasi, dass Chancengleichheit oftmals als Chancengerechtigkeit verstanden wird. Und dem ist aber nicht so. Chancengleichheit ist definitiv nicht Chancengerechtigkeit. Bevor ich jetzt zu Lösungsansätzen und Ideen gehe, würde ich gerne von dir wissen, welche Konsequenzen konkret eben Diskriminierung dann hat auf marginalisierte Gruppen, aber genauso wie sich auf das Bildungssystem gesamt auswirkt. Es erschwert in einem sehr hohen Maß die Identitätsfindung, beziehungsweise stellst du dich konstant selbst in Frage. Fehlende Resilienz ist da ein großes Thema. Diskriminierung ist eine Kränkung, eine tiefe Kränkungserfahrung, die dein Innerstes erschüttert. Das heißt, wir sprechen eigentlich von schwerer, nachhaltiger, sich wiederholender Traumatisierung. Was für Konsequenzen hat Diskriminierung auf das Bildungssystem? Wenn wir von Konsequenzen reden, dann ist dies wichtig ganz zu nennen. Ganz klar ist Segregation. Mhm. Das heißt, unser aktuelles Bildungssystem hat ein Ziel, das sich aus dem einfach heraus ergibt, dass wir uns gewisse Themen nicht anschauen, dass wir uns nicht wirklich fragen, okay, was ist denn so das Ziel? Wem sollte das Bildungssystem am ehesten dienen und was braucht es dafür? Und insofern ist es einfach ein Erhalt eines uralten Systems. Wir schauen uns den technologischen Fortschritt an, aber den sozialen Fortschritt können wir gerade noch nicht leben. Also auch wenn wir von einem diskriminierungsfreien Bildungssystem reden, dann ist das eine Utopie. Wenn ich mir jetzt anschaue, was jetzt gerade los ist, wir könnten am ehesten noch ein diskriminierungskritisches Bildungssystem erreichen. Was braucht es da für so ein Bildungswesen, wo die Universität auch ein Teil davon ist? Was ist da zu tun? Was müssen wir tun, um zu so etwas beizutragen? Vieles wird schon getan, aber um flächendeckend diskriminierungskritisch unterwegs sein, braucht es mal Anerkennung. Es braucht mal einfach nur diese Anerkennung und diese Annahme, dass ja, das ist, existiert. Was macht Diskriminierung? Apathie ist ein Thema. Du musst dem Gegenüber oder vielleicht auch dir selbst das Menschsein irgendwo absprechen, um ja nicht in Verbindung gehen zu können. Dass wir für uns selbst keine Empathie auf gewisser Ebene einfach entwickeln können, weil wenn ich erfahren kann, dass du Mensch bist und du erfahren kannst, dass ich Mensch bin, dann wenn ich sehe, dass du eine schmerzhafte, leidvolle Situation erlebst, dann müsste ich mich damit verbinden können. Aber aus irgendwelchen Gründen kann ich das nicht. Das heißt, es braucht Heilung und Anerkennung, die Verbindung, es wirklich auch nachempfinden können, was da los ist, damit ich dann irgendwann aufstehen kann und sagen kann, okay, passt, nein, das will ich eigentlich gar nicht. Und wenn wir dann gemeinsam diese Weg-von-Motivation entwickeln, dann brauche ich dazu noch eine Hinzu-Motivation. Das heißt, ein ganz klares Ziel. Auch da braucht es dann klare Punkte, zum Beispiel sagen, okay, gut, Potenzialentfaltung eines jeden Kindes, einer jeden Jugendlichen an erster Stelle stellen. Inklusion, die radikale Orientierung entlang der menschlichen Würde. Weil dann hast du eine Weg-von-Motivation, die dir hilft zu starten, und eine Hinzu-Motivation, die dir diesen langen Atem gibt. Ich möchte mich jetzt einfach nur mehr bedanken bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir gesprochen hast über dieses Thema. Es war wirklich sehr spannend. Danke dir. Vielen Dank, Juliana, dass ich da sein durfte.